Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Bundesregierung mit einem drastischen Vergleich zur Eindämmung der irregulären Migration aufgefordert, endlich zu handeln. Doch das, was er über die sogenannten Pull-Faktoren gesagt hat, sorgt für scharfe Kritik. So spricht die Bundesinnenministerin von erbärmlichem Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD, sagte sie. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Ausländer gegen Deutsche. Die Tonlage in der Asyldebatte wird vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz angeheizt. Pull-Faktoren wie Unterkunft, Sozialleistungen und die Aussicht auf einen Job würden illegale Migranten nach Europa und besonders nach Deutschland locken. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil versucht, Schärfe herauszunehmen. Der Ton würde der Sache nicht gerecht. Diese Bilder, die Sie gerade zeichnen, die tragen dazu bei, dass am Ende die stärker werden, die wir nicht stark haben wollen in dem Land. Wir müssen die Probleme klären. Da verweigere ich mich doch nicht. Da bin ich an der Spitze mit derjenigen, die sagt, wir müssen es. Aber das, was Henrik Wüst am Wochenende gesagt hat, lasst uns populistische Töne rausnehmen aus der Debatte. Da bitte ich einfach, dass wir als demokratische Parteien genau diesen Weg. Aber dann schauen wir uns doch der mal Vorschlag an. Der Union, künftig nur noch Sachleistungen für illegale Migranten zu verteilen, sei ebenfalls populistisch. Die Möglichkeit gäbe es bereits, sagt der grüne Parteivorsitzende. Doch die Reaktion der Bürgermeister falle da eindeutig aus. Mir fehlt es am Personal in den Kindergärten, in den Schulen, in der Verwaltung. Wenn ich jetzt auch noch Leute abbestellen muss, die das Zeug einkaufen, lagern und am Ende verteilen, wo sollen die denn herkommen? Wir sollten ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei den Machbarkeiten. Die grüne Co-Vorsitzende sekundiert auf Twitter. Die nächste Entlassung von Friedrich Merz, kein Argument in der Sache. Unkenntnis der Gesetzeslage, keine Antworten auf Herausforderungen. CDU-Parteikollege Ruprecht Polenz betont, es gebe tatsächlich nur einen eingeschränkten Anspruch. Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist, so § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unglücklich sei der Tonfall, findet auch die Meinungsforscherin Janina Mütze. Aufpassen, dass wir nicht als fremdenfeindlich assoziiert werden als Land. Ich als Unternehmerin habe, glaube ich, über 15 Nationalitäten in meiner Firma. Wir müssen auch aufpassen, dass wir für Fachkräfte nicht noch unattraktiver werden als Land. Vermutlich 400.000 Migranten werden das deutsche Sozialsystem dieses Jahr zusätzlich belasten. Es ist eine große Herausforderung, zumal bereits 300.000 Ausreisepflichtige im Land sind. Nicht zu reden von rund 1 Million ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die ebenfalls Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.